Nächste Rednerin, Ulla Jelke für Die Linke. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf soll dafür sorgen, dass rassistische, antisemitische, demokratiefeindliche Parteien keine Steuergelder mehr erhalten. Ich möchte gleich zu Beginn sagen, die Linke unterstützt voll und ganz das Ansinnen, neofaschistischen Parteien den Geldhahn abzudrehen, denn es darf nicht sein, dass Antisemitismus und rassistische Hetze von Steuergeldern finanziert werden. Meine Damen und Herren, man muss einfach klar sein, Jahr für Jahr erhält die NPD ungefähr 1 Million Euro an Parteienfinanzierung. In den letzten 10 Jahren waren es genau 14,5 Millionen Euro. Diese Gelder fließen in den Parteiapparat, in ihren Aufbau, in Nazi-Konzerte, in Strukturen für braune Kameradschaften, die gewalttätig sind. Und man muss hier wirklich ganz deutlich sagen, dass eigentlich staatliche Gelder dazu hergegeben werden, um neofaschistische Strukturen in Deutschland handlungsfähig zu machen. Und damit muss endlich Schluss sein. Das Bundesverfassungsgericht hat im NPD-Verfahren zwar festgestellt, dass die NPD verfassungswidrig ist, es hat aber dennoch kein Verbot erlassen, weil der NPD nach Ansicht des Gerichtes die Möglichkeit zur Umsetzung ihrer Ziele fehlen. Ich will für meine Fraktion ganz deutlich sagen, wir hätten uns gewünscht, dass es ein klares Verbot für eine Partei gibt, die sich in die Tradition der NSDAP stellt und die menschenverachtende Position der NSDAP fortsetzen will. Das ist nicht geschehen. Deswegen nehmen wir gerne den Hinweis vom Bundesverfassungsgericht auf, dass man unterhalb des förmlichen Verbots gegen die NPD vorgehen kann, indem man die Parteienfinanzierung infrage stellt. Zweifellos, und das muss man hier auch sehr deutlich sagen, ist der Ausschluss von Parteifinanzierung ein schwerwiegender Eingriff in die Chancengleichheit. Zu Recht sagt man umgangssprachlich, es handelt sich hier um ein kleines Parteienverbot. Dagegen bin ich trotzdem sehr erleichtert. Der Kollege Brandt hat es eben gesagt, dass man von dem ursprünglichen Vorschlag, dass hier im Hause entschieden wird, ob eine Partei keine Staatsgelder mehr bekommt, dass man davon abgerückt ist und jetzt ganz klar sagt, dass das das Bundesverfassungsgericht entscheiden soll. Denn bei allem Respekt, ich meine, dass solche Eingriffe in die Chancengleichheit von den Parteien nicht Mitglieder einer konkurrierenden Partei getroffen werden sollten. Deswegen ist es die Instanz des Bundesverfassungsgerichts genau die richtige. Im Entwurf wird außerdem geregelt, dass die betroffenen Parteien alle 4 Jahre eine Überprüfung beantragen können. Und das halten wir auch für sehr richtig, denn jeder Partei muss natürlich auch zugebilligt werden, obwohl ich es ehrlich gesagt bei der NPD nicht glaube, dass sie ihre Meinung oder ihre Grundauffassung ändert. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig in der Regelung. Ein Problem haben wir allerdings oder sehen wir, wir haben ja noch eine Anhörung, da werden wir auch sicherlich noch einiges zu hören, was bisher nicht geregelt wurde in den vorliegenden Gesetzentwürfen. Und das ist das Problem der V-Leute vom Verfassungsschutz. Ich will noch mal daran erinnern, das NPD-Verbotsverfahren 2003 ist daran gescheitert, weil V-Leute in der Partei, die dort als Geheimdienstspitzel tätig waren, im Grunde genommen dazu geführt haben, dass man nicht mehr klar wusste, war das jetzt staatliche Aktivität, war das NPD-Aktivität. Hat auch in dem letzten Verfahren eine große Besorgnis erregt und immer wieder Fragen aufgeworfen. Deswegen denke ich, dass es auch geregelt werden müsste in den vorliegenden Gesetzen. Denn die Neonazis können zum Beispiel sehr leicht damit argumentieren, es seien ja staatliche Spitzel gewesen, die das Parteiprogramm der NPD geschrieben hätten oder die möglicherweise auch gewalttätig gegen Flüchtlinge geworden sind.
Also ich sage nochmal, deswegen, V-Leute nützen eigentlich überhaupt nichts innerhalb der NPD. Das haben wir ja immer wieder gesagt. Sie müssen endlich aus allen Ebenen abgezogen werden. Dann werden wir auch Erfolg haben, um der NPD die Parteifinanzierung zu entziehen. Und meine Damen und Herren, in der Tat ist es richtig, Rassismus ist kein Monopol von der NPD, sondern wir haben auch Kräfte wie die AfD, die im Moment den Rassismus in Teilen dieser Gesellschaft vorantreiben. Aber Herr Brandt, ich möchte auch Ihrer Partei sagen, mit manchen Gesetzen, die Sie hier zur Flüchtlingspolitik in die Debatte gebracht haben, haben auch Sie die Stimmung für Rassismus in diesem Land leider sehr erhöht. Und das, ja, das muss man einfach sagen, was wir gestern beschlossen haben. Auch hier müssen Sie sich mal an die eigene Nase fassen, wenn es darum geht, Rassismus in diesem Land zu bekämpfen. Ich hoffe jedenfalls sehr, liebe Kollegen, dass wir diesen Gesetzentwurf noch vor der Sommerpause über die Bühne bringen, damit man solchen Parteien wirklich das Wasser abgräbt. Ich danke Ihnen. Vielen Dank, Ulla Jelke. Nächste Rednerin,